Hallo liebe Dude-Freunde, wir sind hier in Wolfsburg in der Volkswagen Arena. Und zwar steht ja das Turnier Virtuelle Bundesliga an. Und wir stehen hier zu dritt, wie ihr sehen könnt. Ein Abonnent aus unserer Community, der Melvin Pausch, ist hier anwesend. Und natürlich der Ortalio, wie gewohnt. Ja, sehr, sehr cool. Wir sind zu dritt drinne, denn es gab hier eine Wildcard-Auslosung. Und der Ortalio hat sich dafür nochmal beworben und wurde tatsächlich ausgelost. Ja, das war sogar auf Umwegen. Erst gab es ein Wildcard-Turnier für irgendwie 8 Plätze, wurde irgendwie gesagt. Und plötzlich waren irgendwie, keine Ahnung, 32 Leute nicht da. Und da habe ich dann das doch noch geschafft, weil ich bin beim Wildcard-Turnier erst rausgeflogen. Aber dann doch. Ja, ich habe das Wildcard-Turnier auch mitgespielt, du auch. Und das war natürlich ein bisschen gemein für diejenigen, die vielleicht hätten die Möglichkeit gehabt, da reingelost zu werden. Aber was soll's, wir konnten ein bisschen üben. Und das ist vielleicht auch das Schlagwort, ein bisschen üben. Melvin, du hast ja selbst auch gespielt. Du hast sogar ein Spiel gewonnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Was denkst du denn, wie sind denn die Aussichten für dich jetzt hier im Turnier? Was erwartest du, was erhoffst du dir? Also ich denke, dass natürlich, dass ich weit komme mit Bremen. Und ich denke, das wird auch für dich kein Problem und für Ortaldo bestimmt. Auf jeden Fall die Gruppenphase werden wir alle drei überstehen. Ganz bestimmt. Das wäre natürlich der Hammer. Ich glaube, es sind 34 Gruppen oder so. Ja, nee, ich glaube 24 irgendwie so im Dreh. Ah, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Okay. Was glaubst du, wie weit du kommen kannst? Ja, ich will ja eigentlich positiv sein. Ich schalte aus. Ja, also ich glaube, ich werde auch in der Vorrunde schon ein bisschen Probleme haben, aber wir werden sehen. Ich muss ja Bremen nehmen. Hier, ne? Bremen, da haben wir den FCB. Und er hat auch Bremen. Ja, klar. Nur der SVB. Ja, wir sind gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Der Robin Knoche ist auch schon hier gewesen, hat schon ein Spiel gespielt, hat mit dem Maximilian Arnold gespielt und die haben Interviews gegeben. Wir haben den, wen haben wir noch? Wen hast du von der Community noch so gesehen? Nicht von unserer, von der gesamten YouTube-Community. So, ja, ich glaube, da sind B-Part Gaming, da waren einer von den Hamburger Youngsters und ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht Patrick HD, XHD, wie auch immer er heißt. Patrick irgendwie. Also doch ein bisschen Aufgebot. Wir gucken mal, ob wir ein bisschen Material für euch zusammenkriegen können und dann, ja, schauen wir mal, was heute noch so geht. Bis denn! Ja, während wir auf den Startschuss der Gruppenphase warten, darf der Robin Knoche noch ein paar Interviews geben. Also schauen wir uns ein bisschen hier mal kurz um und bemerken einfach, wie der Damo einfach nur noch müder wird und ganz dringend ein flottes Spiel braucht. Das erste Match war dann auch gleich gegen Robin Knoche. Ich konnte also gleich beweisen, was ich drauf habe. Und das war ganz witzig. Wir waren umgeben, wie ihr hier schon seht, von Kameraleuten und von Fotografen. Wir mussten am Anfang so ein Handshake machen für Fairplay. Ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, das ist doch eigentlich Blödsinn, oder? Musste er grinsen und sagt, naja, muss ja. Doch, war ganz witzig. Und da es leider mit dem Interview nicht geklappt hat, musste ich ihm während des Spiels ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, ob man als Fußballprofi überhaupt noch so einen Club hat, für den man eigentlich Fan ist. Was er verneint hat. Er sagt, man konzentriert sich natürlich auf seinen eigenen Club und deswegen hat man keinen richtigen Verein mehr, zu dem man Fan ist. Wir schauen auch gerne auf das Spiel, das Ortaldo ein bisschen aufgenommen hat und sehen, dass wir Mitte der ersten Halbzeit oder dass ich Mitte der ersten Halbzeit eine richtig, richtig gute Chance habe. Hier von Akpala auf Ekici gespielt. Der bringt das Ding direkt rein auf Petersen, direkt auf den Kopf. Und Petersen kann einnicken zum 1:0 in der 26. Minute. Eine scherzhafte Frage habe ich mir natürlich auch gegönnt, nämlich, ob er denn HSV-Fan sei. Und er musste grinsen und sagte, was, ich? Da habe ich gesagt, ja nicht. Und er sagte, nee. Und natürlich, er ist blutjunge 21, ist jetzt bei Wolfsburg unter Vertrag und er fühlt sich da ganz wohl. So konnte ich das interpretieren. Hier nochmal eine richtig gute Chance gerade gesehen. Das war es aber auch in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kam Robin dann so ein bisschen aus dem Knick. Hatte auch schon ein, zwei gute Chancen, die ich ihm auch irgendwie so ein bisschen auf den Fuß gelegt habe. Aber der Keeper hält das 1:0 sicher. Aber auch ich bin noch ein paar Mal vors Tor gekommen. Hier zum Beispiel in der 70. Minute, da wird der Ball von Ekici geholt, reingebracht. Und Akpala kann erst gar nicht so richtig den Ball unter Kontrolle bringen. Und dann Ajicek, aber weit am Tor vorbei. Ja, das war richtig lustig. Wir hatten uns ein bisschen unterhalten. Und hinterher wurde mir die Frage gestellt, ich musste dann Interviews geben für Fotografen und Zeitungen und es wurde die Frage gestellt, ob man denn gemerkt hätte, dass er Fußballer sei. Da habe ich gesagt, das ist totaler Blödsinn, weil wenn man vor der Konsole spielt, dann ist das etwas ganz, ganz anderes. Und doch, ich habe noch was anderes gesagt. Ich habe gesagt, ja, man merkt, dass er Abwehrspieler ist, denn nach vorne ging bei ihm gar nichts.
Xbox One oder PlayStation 4? Das ist die ganz große Frage, die sich der Dambo stellt. Beziehungsweise, nee, eigentlich nur PlayStation 4. Aber die Xbox One wurde hier natürlich auf diesem Event, auf dem Turnier der virtuellen Bundesliga auch vorgestellt. Und ja, konnte man ein bisschen antesten. Mit dem Controller kam ich nicht so wirklich zurecht. Der war nicht so wirklich schön. Aber wir Kasper haben natürlich hier ein paar Bilder gemacht auf dem finalen Sitz. Da, wo das Finale ausgetragen wird. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Dambo noch eine ganz gute Chance, eben auch da am Ende zu sitzen. Denn er hat die Gruppenphase sehr gut überstanden mit 2 Siegen, einer Niederlage. Genau wie der Melvin Pausch, der hat sogar 3 Siege geschafft mit 6:0 im ersten Spiel. Nur der Otaldo, der hat es nicht geschafft. Ich habe leider da nur 1 Sieg herausholen können im letzten Spiel. Mit einem 3:2 habe ich es dann doch nicht weit bringen können, war dann am Ende Dritter in der Gruppe. Und ja, durfte mich dann geschlagen geben. Wie sich der Dambo im ersten K.O.-Rundenspiel geschlagen hat, seht ihr dann jetzt. Fürs Weiterkommen hat es dann also nicht gereicht. Mit einem 2:0 bin ich ausgeschieden, obwohl der Gegner nicht wirklich viel besser war als ich, wie ich finde. Aber das Ergebnis ist nun mal das Entscheidende. Und damit war ich raus. Aber nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Ich denke, wir werden uns für das Turnier der virtuellen Bundesliga in Dortmund bewerben. Und mit ein bisschen Glück dürfen wir auch da teilnehmen. Und mal schauen, wie weit wir dann da kommen werden. Es gab aber auch einige Gewinner an diesem Abend. Zum Beispiel wurden 2 Spieler ausgelost, die dann auf der Xbox One FIFA 14 gegeneinander gezockt haben. Und der Gewinner hat eine Xbox One abgeräumt. Und auch im Finale ging es um eine Xbox One plus dem virtuellen Bundesliga-Finale in Berlin mit Frank Buschmann dann als Kommentator. Auch hier 2 Spieler gegeneinander. Der Christian und der Daniel, die dann gegeneinander gezockt haben. Auf der linken Seite der Christian, der dann auch das Match für sich gewonnen hat. Auf der rechten Seite der Daniel. Und das war wirklich ein ganz, ganz spannendes Match. Zuerst führte der Christian mit 2:0. Dann kam der Daniel nochmal auf 2:2 ran. Es gab Verlängerungen. In der Verlängerung schoss der Daniel das 3:2. Der Christian konnte ausgleichen auf 3:3. Und dann im Elfmeterschießen konnte der Christian sich durchsetzen und hat die Xbox One abgestaubt und sich das Finale in Berlin gesichert.
ja, wir werden sehen, ob wir uns für Dortmund da wirklich qualifizieren können. Das wäre natürlich super, super schön. Schade ist natürlich, dass es mit dem Interview nicht geklappt hat. Aber insgesamt so als Fazit kann man sagen, dass das ein richtig cooles Event gewesen ist. Hat richtig Spaß gemacht, auch mal das Stadion so zu sehen in Wolfsburg. Sind wir jetzt noch nicht gewesen, deswegen auch schöne Eindrücke da gesammelt. Und ja, wäre schön, wenn man das nochmal erleben kann. Und jetzt für alle, die noch dran geblieben sind, ein kleines Schmankerl für euch. Ihr habt natürlich eigentlich erwartet, dass wir hier euch ein Finale präsentieren und das können wir auch, aber ein etwas anderes. Der Dabo war ja mit mir auf der Gamescom und er war da im Xbox Dance Contest im Finale und das seht ihr jetzt. Seid ihr soweit fürs Finale? Seid ihr bereit fürs Finale? Yeah! Henry! Wuppan Gangnam Style! An dieser Stelle brauchen wir eure Meinung. Was glaubt ihr? Wer hat besser getanzt? Wer hat den Preis verdient? Wart ihr für den Linken, für den Unbekannten oder doch eher für den Dambo? Schreibt's in die Kommentare, wir sind da echt gespannt drauf. Und wollen wir mal schauen, wie die Jury entschieden hat. Okay, wer ist der Meinung, dass dieser junge Mann hier gewonnen hat? Wer ist für diesen jungen Herrn? Ja! Vorsichtshalber nochmal. Entscheiden im Kopf, kurz nochmal überlegen. Wer ist für diese Seite? Ja, die Jury hat entschieden, aus den Gesichtern konnte man das eine oder das andere lesen, aus dem Publikum hat man viel gehört, keine Ahnung. Auf jeden Fall war die Entscheidung dann am Ende wohl korrekt, zumindest wenn man das Ergebnis einfach annimmt, oder? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar und ein Like da, würde uns auf jeden Fall super freuen. Und eventuell gibt es dann öfter mal solche Live-Action-Videos mit uns, euren Soccer-Dudes. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich dieses Video auch mit euren Freunden teilen, zum Beispiel auf Facebook oder wo auch immer. Also, macht's gut, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Bis denne!